Nee, will ich mir nicht vorstellen. Im Hintergrund steht ein Ventilator. Oh Mann. Warum? Weil der Armin ja unbedingt bei seinem Hobby fotografieren musste. Er wollte Aufmerksamkeit. Wie kriegt er damit sagst noch immer Medienschlampe? Ja. Die Aufmerksamkeit kriegt er mit seinen Let's Fails scheinbar nicht. Ihr seid so gemein. Der Armin kann es vertragen, es ist ja Emo. Schnee. Schnee, Schnee, Schnappi. Der Schnappi ist nicht klar. Aber Muni, jetzt lass mal bitte deinen Programm. Nee, jetzt mal ohne Scheiß, den hab ich nicht gemacht. Ist der schon down? Nee. Aber Singi ist down. Warum heilst du ihn dann? Ja. Ja, hättest ihn jetzt auch mal wiederbeleben können. Man sagt ja, ich wäre eigensinnig. Ach Mann, ey. Pressen Sie die. Der spielt echt auf dem Klo. Damit wir diesmal keine Unterbrechungen hier reinmachen. Das Beste war ja eines der letzten Videos, wo wir nach einer Unterbrechung begonnen haben. Fängt an, wie Captain Aimer sagt: Sigi Polat daneben. Weil Sigi hat daneben gepullert. Oh mein Gott. Wieso machen wir nur 13 Schaden bei dem Ding? Wie viele Videos ist das jetzt eigentlich her? Geschätzt? Weiß ich nicht. Eine Stunde ungefähr, würde ich sagen. Oder anderthalb. Ganz bei. Also ungefähr 10 Videos bei deiner Schätzung. Könnte ich nicht rechnen. 6 bis 9. Deine Videos können ja auch maximal 10 Minuten 59 gehen, also. Ne? Ja, dann werden es dennoch immer weniger. Ich hab ja auch gesagt, ungefähr, außerdem wird man ja nie wieder der Kollege das schneidet. Auf jeden Fall nicht so, dass 10 Videos am Ende rauskommen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Für anderthalb Stunden? Hallo? Der Kollege schmeißt auch gelegentlich mal 4, 5, 6 Minuten Videos raus. Da war das Wort. Gelegentlich. Ja. Wie halt im Mund. Du glaubst zwar nicht, dass ich die zahlreichen Zuschauer und Secret of Mana Fans extra mit Cliffhangern warten lasse. Würdest du ja niemals machen. Du bist ja ein ganz netten, ne? Oh, ich habe eine Flasche aufgeredet. Ich hab vor kurzem einen Kommentar gekriegt von jemandem, der hat gesagt, er findet mich besser als Sil Emero. Der hat doch letztes Mal schon gesagt, Junge. Ist diese in mir? Ist denn das überhaupt? Ich an dieser Stelle auch nochmal ganz schnell. Den Emero? Ich gar nicht kennt. Und ich nie ein Video von ihm gesehen habe. Jetzt hast du ihn erzürnt. Ja, es tut mir leid, ich habe auch noch andere Sachen zu erledigen. Also ich Hotlines anrufen oder Kolleginnen vom Kaffee trinken abhalten. Nicht, dass gleich mal eine Telefonnummer steht. Müssen auch gemanagt werden. Dann musst du Post von deinem Konkurrententakel lesen. Genau. Und meine Pony Express Markenbriefsammlung. Ich brauch ganz viel Zuneigung. Den einzigen Let's Player, den ich außer euch, Konso und wer sonst noch so dazu gehört, kenne, ist Fankural und der ist scheiße. Könnten wir das bitte irgendwie piepen oder so? Warum? Weil ich gesagt habe, dass Fankural scheiße ist? Lass ihm doch seine Meinung. Ja, ich weiß nicht, ob wenn das Hochland das noch ein freies Land ist, aber bis momentan sind wir es noch. Das Land ist nicht frei. Das sind nur vorgegaukelt von den Medien. Mal im
Let's Player Forum deinen Namen suchen. Mal sehen, was dann da alles steht. Dude, it oder gap noch never. Noch besser in Punk Royal Forum. Oh nein. Was ist das? Irgendwer hat eine beschissene Klinge. Ja. Wer? Stimmt, ich. Ah. Riesengroße Marshmallow will nicht aufgeben. Der Marshmallow Guy? Der Marshmallow Man. Yeah. Ghostbusters! Sag das bitte nicht, dafür kann man gesperrt werden. Lass es lieber Arnold sagen, dann versteht es sowieso okay. Arnold ist gar nicht da. Der Punkt wieder heißen. Bambinalm! Bambinalm! Oh oh. Du musst ganz schnell etwas unternehmen. Habitsch. Ja, was unternehmen? Habitsch gemacht, leben. Also nach deinem Statement gerade eben, Captain, muss ich ja echt mal sagen, du hast echt Eier. Komm, ja, das hat er auf jeden Fall. Die habe ich auf jeden Fall, sogar zwei davon. Warum denn? Was? Das ist nur meine Meinung. Wenn ich sage, ich finde den Typ scheiße, dann ist das meine Meinung. Mit einem Imperium an. Und? Mit einer Rüstungsnation. Ich sag auch, Carsten Schäfer ist ein scheiß Wrestling-Kommentator, ne? Und? Du legst dich mit den ganzen Punks auf der Welt an, ja? Punks? Da würde ich aufpassen da. Das ist wieder so. Nö. Die wissen nicht, wo mein Bett schläft oder wo mein Haus wohnt. Das wissen die, aber. Was ist das? Echt? Wissen wir, wo hast du? Von euch dreien weiß das nur einer, wo mein Haus wohnt. Noch. Ich ziehe ja den nicht um. Aus Sicherheitsgründen, ne? Ja. Weit weg von Berlin. Hey, in einer Stunde könnt ihr telefonieren, dann ist nach null. Okay, der Witz ist out. Jeder, ist klar. Ja, du musst den Rest machen. Wieso, mach schon. Ja. Ich werde ein bisschen Kräuter schütteln. Ja, wir haben gleich keine mehr, das ist das Problem. Ja, Steinsberg schüttelt sonst nur andere Dinge. Schüttel dein Speck. Boah. Das ist ein Lied. Gut gekontert. Da kann ich nichts für und so geht der Text halt. Das mag mich wieder keiner. Bin ich jetzt depressiv? Ich bin Emo. Ein extremes Mobbing-Opfer. Nur weil ich schwarz bin. Jetzt heilt sich das Ding auch noch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben hier jetzt heilen in 10 uns Minuten jetzt 50 Kraftpunkte weggeprügelt und er heilt 321. So, wir heilen uns hier alle 10 Sekunden ungefähr. Da darf das Ding doch wohl auch mal. Gleichberechtigung. Warum halte ich zu einem Endboss? Bin ich doof oder was? Das ist schon doppelt, Siggi. Ist das unter Umständen eine Fangfrage? Ich weiß nicht, wenn du bist, das kannst du dir trotzdem beantworten. Es könnte durchaus aber eine rhetorische Frage sein. Nicht mehr um diese Uhrzeit. Du kannst es ja mal erörtern für uns. Nee, lieber nicht. Du könntest ja mal zwischen den Zeilen lesen. Also meinst du implizit technisch und nicht explizit? Boah, da ruhig, ey. Sei ruhig und sie geht. Mann! Aber auch krass, Mann, tu ein bisschen. Mach am besten gar nichts mehr. Ich schalte mich stumm oder so. Ich ruf den Emiro an oder so, keine Ahnung.
Domian. Domian! Weißt du, wer sich dann Domian! Domian! Mich an die Session mit Sano. Warum hab ich ja gesagt? Wir wollen jetzt ein bisschen, wir wollen da ein bisschen Continuity hier reinbringen. Ja. Ja, wir sind zwar kontinuierlich schlecht, aber das muss ja nicht heißen, dass wir irgendwie an einem roten Faden entlang hangeln. Lolololo. Ja, du musst am besten die olle Boldi heilen. Die olle Boldi. Was, Boldi? Ja, Boldi ist zurück. Ich dachte, Boldi. Kannst du auch noch so ein komisches Crowd geben? Crowd? Boldi nicht der Drache aus Hallo Spencer, der immer sagt, ich will dir fressen? Oder meinst du jetzt Lukas Podolski? Ja, den letzteren. Sieht Boldi nicht so aus wie Boldi? Ne? Ja, doch, was alleine, vergiss es. Der Fußball ist wie Schach, nur eine Würfel, ne? Der ist böse. Hey, blöden Medienvertreter, könnt ihr einfach mal eure Schnauze halten, ne? Paul, die ist lustig, wenn der redet. Paul, die ist lustig. Die will drehen, ich spiele, ne? Ins Auge. Wenn der Podolski mal zu einer Pressekonferenz darf, ne? Die Betonung liegt auf darf, dann hört jeder zu. Der kann später mit dem Kopf hatten. Sollte das Glas wegstellen. Ist er kaputt? Er ist kaputt! Oh, er ist down! Applaus bitte! Warte. Das klang sehr gezwungen, mein Freund. Das klang wie, als ob der Mooney da irgendeine Tüte aufmacht oder so. Ivy ist etwa schon wieder so weit. Noch 6, Beeilung. Ich bin's nicht. Noch 6, Beeilung. Ne? Beeilung. Ich hab gar kein Klatschen hier. Ich kann quietschen. Ich hab gerade eine Seite mit Fußballer-Zitaten aufgemacht. Mal gucken, vielleicht können wir davon mal was verwenden. Zitate-Raten machen, ne? Hier, der Captain. Der hat geklistert. Der Capitano. Die kennen so unseren Capitano noch nicht. Arne, der muss deinen Atem spüren. Background, Hospital. Ja, alles muss doch voll alt, haben wir nicht ein paar aktuellere Zitate? No. Es gibt eine Seite, die heißt Fußballerzitate.de. Wie? Fußballerzitate.de. Schleichwerbung. Finde ich auch. Wo ist der Itemladen? Hier haben wir welche vom Schwalbenkönig. Andi Möller. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ne? Ja. Steht da bestimmt auch. Ja, mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber. Hören die sich eigentlich selber mal zu? Wahrscheinlich nicht. Das ist der Ball. Der Ball muss ins Tor. Kann ich nochmal sehen? An die Müller. Ich hatte vom viel länger ein gutes Gefühl. Das ist geil. Hier, wir sind an ein Limit gekommen, wo es im Moment nicht drüber geht. Das sagte sich der Hangmaster, glaube ich, auch. Jetzt ist auch geil hier. Vor 2 Monaten waren wir noch die beste Mannschaft Europas. Jetzt ist Riedle weg, Chappi abgesägt und Müller.